Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gambling. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Pop Slots Las Vegas Games. Oh, wieso hieß das? Viel Spaß! Da sind wir auch schon. Hier unten werdet ihr mich ja sehen. Also seht ihr nicht, dass hier ein Geschenk ist wahrscheinlich. Da ist es. Was kriege ich denn für ein Geschenk? Das hier? Das Geschenk? Ach, erster Tag. Kriege ich den zweiten auch noch? Schade. Nee, ich kriege nicht den zweiten. Korrekt. 200.000 Dollar. Oh, ist jetzt ein Rennen? Oh, ich mag Rennspiele. Muss der selber fahren? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ah. Keine Ahnung. Oh, kostet Geld. Nee, ich will nicht Geld bezahlen. Nur Geld gewinnen. Bye. Das ist die Startseite. Hier in dem war ich schon, in den MGM. Da war ich auch drin. Ah, das war genau neben mein Hotel gewesen. Da. Weiß es nicht. Da weiß ich nicht. Das ist mein Hotel gewesen. Oh, ich kann mir den noch nicht kaufen, ja. Ich muss 61 sein. Bin ich da irgendwann mal hinkommen? Oh. Das war Belange, ja, mit dem Wasserfontäne. Da war ich auch durchgegangen. Und das sagt mir jetzt nichts. Da war ich auch nicht drin. Ich weiß es nicht. Bei dem weiß ich auch nicht. Bei dem war ich nicht drin. Und da war ich drin. Da habe ich drin geschlafen. Naja, egal. Wir wollen ja spielen. Immer noch Corona. Ich habe immer noch Corona. Wie ging das nochmal hier? Backstage? Welcome backstage. Ach so. Das war einkaufen gehen, ne? Tickets und sowas für Las Vegas, genau. Friends. Ach, das war das eine jetzt gerade mit den Rennen. Kostet allerdings Geld. Ja. Oh, Stickerbuch. Das ist doch auch schön. Auch kaufen. Auch kaufen. Also war das ein nach rechts gehen und hier drin rumlaufen. Entschuldigung, wenn ich immer huste, aber irgendwie habe ich Husten, obwohl ich Corona habe, ne? Schauen wir mal, ist hier was Heißes?
nichts Heißes. Oh, Indonesien. Oh, Polen. Wer ist das? Ah, da war ein Kühlautomat. Nee, der daneben. Ach, egal. Hi. Bonus! Gleich am Anfang ein Bonus, ist das nicht cool? 3 Millionen. Yeah! Das geht doch schnell. Ah, jetzt schon wieder eine Million. Oh, da, Punkte. Yeah. Eieieiei, ich bin schon über 10 Millionen. Dreimal gespielt und dreimal richtig viel Geld gewonnen. Leider war es in Las Vegas bei mir nicht so, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ah. Na gut. Da haben wir erstmal ein paar Millionen gewonnen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal aus den raus und gehen mal zum nächsten rein. Was gibt's denn hier Schönes? Okay, hier haben wir Wall of Pain. Ja, voll viele Leute hier unterwegs, so viele Amerikaner. Okay, für die Amerikaner, die in der Nähe von Las Vegas wohnen, für die lohnt sich das natürlich, weil die können ja ihr Geld in Dingens umwandeln, in Coupons. Und komm, jetzt gehen wir da rein. Oh, da, Automaschine. In Coupons umwandeln und dann können sie preiswerter in ein Hotel übernachten. Nix. Nochmal. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Jawohl. 500.000. Und schon wieder nichts. Jetzt. Schon wieder gewonnen. Komm schon ins nächste Hotel rein. Hotel. Im nächsten Casino. Ne, komme ich noch nicht. Ich bin noch hier. Und welches Level bin ich eigentlich? Nein. Hallo. 30.000. Meine Nase kribbelt. Beim Husten und dem Bronze. Das geht schon seit 3 Wochen mit dem Bronze. Oh, Jackpot. Nicht ganz schick, aber puh. Amazing. Und, jawohl. Warte mal, ich gehe mal hier raus. Da möchte ich hin. Nein? Ja. Da, an der Kühlmaschine. Normalerweise heißt coole Maschine, dass der Jackpot da gerade irgendwie geknackt worden ist.
Normal. Dass der Jackpot da geklappt worden ist. Und man kann es zwar immer noch gewinnen, aber der Jackpot, wenn du den gewinnst, nicht ganz so hoch ist. Also es sei denn, den Automat gerade wenig Geld drin ist. Da war ein Auto gewesen. Oh, schön. Ist verblasen. Oh, jetzt werden sie benutzt. Und wir sind hier alle verbunden. Ich drücke da immer wieder drauf. Mein Gott. Ich habe nur 5 Millionen. Was ist das ganze Geld? Ich spiele ja immer mit einer 500.000. Holy shit. Play now. Okay, es geht los. Auto, automatisch, normale Geschwindigkeit. Wer wird der Gewinner, Gewinner. Und wieso was? In Las Vegas hatte ich eine ganz witzige Erfahrung gehabt. Was heißt Erfahrung? Ich war an so einem Automaten dran gewesen, hab gespielt, Geld reingeschmissen, lief immer. Ich habe immer nur für $1 gespielt. Also, Kinderkacke, ja. Aber egal, ich habe immer mit $1 gespielt. Und dann kam der Spielautomat, waren so zwei Monitore unterteilt. Da war einer und oben war einer. Und dann war immer das Rad, was sich dreht, und oben stand immer von wegen, was man gewinnen kann und so weiter und so fort. Und da ich auf einmal all das gleiche Symbol gehabt, dann ging bei mir oben eine Sirene los. Alle Leute sind angekommen und haben sich um mich herum gestellt und geguckt. Und da kam so eine große Katze von dem Beinbildschirm, was so wow. Ich habe da irgendwas mit Katze gespielt, so ein Automat, ja, und war ganz nice gewesen. Also habe ich sozusagen den Jackpot mit $1 geknackt. Aber natürlich wie alles verspielt, muss auch sein. Geld gehört ja nicht mehr. Oh. Die Magie beginnt. Ich bin. Best to play. Okay. Free spin. 5. Extra spin. Oh, die bleiben stehen, ne? Genau. Ich muss davon ganz viele kriegen. Okay, Nummer 3. 2 Drehungen habe ich noch. Ah, dann nochmal. Braucht da und da noch was. Das ist sozusagen wie Wild. Oh jo, da. Ja, ja. Habe ich noch einen Spinnen oder? Einen Spinnen? Nee. Zu spät. Aber immerhin, 1 Million, ne? 1 Million haben oder nicht? Jackpot
ist bei 10 Millionen. Bam! Geld geklaut. Oh jo. Ich hab von 12 Millionen gehabt. Jetzt nur noch 3 Millionen. Ja, jetzt. Nein, was nichts. Ach Mensch. Ich bin Level 16, da steht das. Okay. Oh ja, das ist schön. Huge win! Das ist schön, mal wieder eine Million. Ach ja, was ist das? Okay. Ein Auto. EPs. Geld. Okay, ich mach drauf bei 30. Obwohl, da steht bestimmt gleich wieder mit Geld bezahlen, ja. Oh. Ich hab gewonnen. Was hab ich gewonnen? Bum. Okay. Oh, es geht weiter. Kann ich hier auch noch drauf drücken? Yeah. 70.000 PS. So. Hab ich noch nicht, das wird. Und den hab ich auch noch nicht. Seit der 11. Ui, ui, ui. Wie viel gibt's denn davon?
Und da ist der Teil, das ist, wenn ich da drauf drücke, andere Musik. Benutzen. Okay. Ein Paket. Ich bin es da hingekommen. Ja. Oh. Wird was gewonnen? Also ich habe nichts gewonnen, aber ich habe noch nur noch 1,7 Millionen. Denn meine EP, XP ist da. Ah, nein. Jo, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ich gewinne. Welcome, adventurers, to the land of Oz. I am the mighty wizard, and I invite you all to the Emerald City. Follow the yellow brick road. Complete challenges and gather the lost magical gems. See you in the Emerald City. Und? Mal 10. Ein Pinkelstoff. Genau, das habe ich. Okay. Guten Schau. Ich verstehe das zwar nicht, aber... Ich hab keinen mehr. Naja. Oder wir haben 20. Und? Pink wieder. Oh, mal 10. Also mit blauen zum Fall. Blau. Oh, jetzt sind die dran. Leider nicht im Hexenhaus. Die spielen alle. Er ist dran. Falsche. Er ist dran. Auch der falsche. Nee, doch, richtig. Er hat Herz gefunden. Hm.
Chris gefunden. Ah ne, Chris ist dran. Er hat ein Herz gefunden. Normal muss man das doch schaffen, oder? Jetzt ist sie dran. Und Herz. Alle drei Herzen. Mal 60. Nice. Insgesamt mal 120. Wow. Gleise beim Ziel. Nein. Wir haben viel zu wenig Punkte. Oh. Nichts. Mal 10. Die letzte Runde ist die beste. Schon wieder nichts. Wieder nichts. Weiter. Okay, ja. Genau. Ah, hat der andere doch was anderes gehabt. Plus, das sind 4. Plus 1, plus 3 sind 4. 4 noch bleibt da stehen. 50. Okay. Das war das Schwächste von den ganzen hier, aber. Joker. Joker. 10. 100. Fünfzig. Fantastic. 52. Höchstens ein Boden. Und das Ganze. Plus 4. Sag doch 1 plus 3 sind 4. Die nächsten 4. Fünfzig. Nur mal 500? Da gibt's aber einen Button, das mal 1000. Das ist viel besser dann. Da war der 1000er. Da war wieder der 1000er. Okay. Und jetzt 1, 2 oder 3? 1. Danach kommt bestimmt einmal nichts. 250. Zweimal drehen.
Okay. Gleich kommt die Post. Dann kriege ich ein Paket. Weil ich dafür nicht einkaufen gehe. Nichts. Oh, so im Grunde. Und dann wie viel gekriegt? 8 wird aufgeteilt. So war das. Okay, da gehen wir mal kurz in den Backstage rein. Neu. Bleiben wir dabei. Safe. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann hole ich mir mein Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.